Fahrradfahren ist doch was Schönes. Ja, totenstill im Raum. Ich fand es gerade lustig, hatte Spaß. Schönsten war das Klingeln. Ich habe als Kind ganz viel Fahrrad gefahren. Ich hatte, das war mein Pferd, mein heimliches, hieß Flicker oder Black Beauty, je nach Lebensphase. Und wir sind über Stock und Stein galoppiert, geradelt und haben viele Abenteuer erlebt, mein Pferd, mein Fahrrad und ich. Und eine Sache werde ich nie vergessen, meine Großeltern hatten einen Bauernhof. Dieser Bauernhof hatte eine geteerte Straße, die einen solchen Bogen nach unten machte. Und wir haben uns überlegt, großartig, dann nehmen wir Anlauf, bauen eine Schanze und gucken mal, wer weiterkommt. Mein Bruder und ich, gesagt, getan, Schanze gebaut, ich war die Erste. Bin runter, bisschen verhalten noch, weil ich bin ja ein Mädchen, war noch klein. Und drüber gehupft, hatte meinen Spaß, hab gesagt, Jungs, das geht, gebt Gas. Mein Bruder, 6 Jahre alt, dem war alles scheißegal. Er also Vollgas, von hinten noch Anlauf genommen, über diese Rampe, also diese kehrte Straße runter, volle Granate auf diese Schanze zu. Er kommt hin, fliegt in Luft, quetscht, kommt wieder auf. Was wir damals vergessen hatten, ist, dass man so eine Schanze nicht in der Nähe eines kommenden Hindernisses baut. Er also aufgekommen, wollte bremsen, fängt an zu schlingern und schafft es nicht und knallt Vollgas an eine Holzbank. Mit einem riesen Purzelbaum einmal oben drüber liegen geblieben, Totenstille auf dem Bauernhof. Ich hingeflitzt, Stefan! Er hebt die Hand, okay, irgendwie hat er's überlebt. Mein Bruder hatte nur ein paar Kratzer. Das Fahrrad jedoch war Totalschaden. Viele Kratzer, die Bremse kaputt, der Lenker verhackelt und am ärgsten haben es die Reifen hingekriegt, weil die sind sowas von da reingeditscht in diese Holzbank, dass die Speichen gebrochen waren und total verdreht und dieses Fahrrad Totalschaden war. Dieses Fahrrad konnten wir nicht mehr benutzen. Mit so einem Fahrrad hast du keinen Spaß mehr, weder als Kind noch als Erwachsene. Mit so einem Fahrrad kannst du auch deine Alltagsgeschäfte nicht mehr regeln? Nur ein Fahrrad, was tatsächlich funktioniert, kommt auch zum Ziel. Wir befinden uns gerade in der Cassone-Serie. Es geht um die Idee, dass die Schnittmenge von deiner Vergangenheit, deinen Werten und deinen Gaben etwas beschreibt, was Gott in dich hineingelegt hat. Es beschreibt deinen Traum, einen göttlichen Traum, den Gott für dich hat. Und wir haben auch festgestellt, dass du ein spezielles Design hast, eben genau aus dieser Schnittmenge heraus, und dass dieses Design für eine spezielle Sache gemacht ist. Und dass es nichts bringt, deinen Cassone zu vergleichen mit einem anderen Menschen, denn der ist für ganz andere Dinge gebaut. Ein Quad versus einen Bus macht keinen Sinn, das zu vergleichen, weil es betrifft andere Bereiche. Die Frage ist nämlich nicht, Gott, warum bin ich so, wie ich bin und nicht so cool wie die anderen, sondern die Frage ist, warum hast du mich gemacht? Für was hast du mich designt? Was ist mein göttlicher Traum in meinem Herzen? Was ist meine Schnittmenge? Wenn du nicht da warst, dann hör dir die Predigt nochmal an, hol dir das Booklet, vertief es, du kannst auch DVDs im Speziellen nochmal dazu gucken und geh dem nochmal nach. Denn auch heute ist es so, dass diese 30 Minuten, die ich dir etwas erzähle, nicht reichen werden, um eine Antwort zu finden auf das, was Gott in dich reingelegt hat, sondern dass du danach arbeitest und im 1:1 mit Gott oder mit Menschen dem nachgehst. Aber ich setze jetzt darauf auf, du hast also jetzt deinen Cassone gefunden, einen Lebenssatz, ein Lebensmotto, was drüber steht, diesen göttlichen Traum. Und dieses Cassone ist wie dein Fahrrad. Es ist dazu da, um bewegt zu werden. Gott gibt die Richtung, du bestimmst die Geschwindigkeit und dein Fahrrad ist dein Leben. Und es ist dazu da, bewegt zu werden. Und damit dieses Fahrrad, dein Leben, dein göttlicher Traum zum Ziel kommt, muss es natürlich funktionieren. Und ich glaube, im Speziellen betrifft es die Speichen. Wenn eine Speiche bei einem Fahrrad kaputt ist, fängt dein Fahrrad an zu schlingern und du musst sehr viel mühsamer arbeiten, viel, viel mühsamer treten, um zum Ziel zu kommen, bis hin zu, dass du gar nicht mehr richtig dahin findest. Wenn dann eine zweite Speiche noch dazu bricht, dann funktioniert dein Reifen nicht mehr, dann wird dieses Rad einknicken und es ist vielleicht gar nicht mehr möglich, ans Ziel zu kommen. Deswegen ist es wichtig, dass alle Speichen in deinem Fahrrad voll ausgebildet werden, dass voll drauf gearbeitet wird, dass einfach immer alle Speichen gleich weit sind und nicht eine halb und ein bisschen, sondern alle gleichmäßig. Ich mag diese Speichen vergleichen mit 5 Lebensbereiche, über die wir heute nachdenken. Sondern ich glaube, dass sie alle wichtig sind, auch gleich wichtig, damit du dein Cassone erleben kannst.
Wir werden da heute sehr geschwind drüber radeln, viele Punkte nennen, wo du auch nachträglich nochmal nachdenken musst. Aber ich bete jetzt, wenn du Lust hast, betest du mit, dass Gott dir eine Sache aufs Herz legen darf. Jesus, vielen Dank, dass du mir einen Traum in mein Herz gelegt hast und dass du mich befähigt hast mit Gaben, Talenten und meiner Geschichte, damit ich das auch machen kann. Und ich bete jetzt, dass du mir zeigst, was bedeutet das, was ist in meinem Kasson der nächste Schritt, und bete, dass du mir diese eine Sache aufs Herz legst. Amen. Die erste Speiche, die es betrifft, ist deine Beziehung zu Gott. Deine Beziehung zu Gott macht natürlich Sinn, weil wie willst du einen göttlichen Traum leben, wenn du mit diesem Gott gar nicht so viel zu tun hast? Und auch wenn du mit Gott zu tun hast, ist es wichtig, mit diesem Gott Zeit zu verbringen, unterwegs zu sein, damit du göttliche Perspektive bekommst, vielleicht auch auf die anderen Speichen, dass du Drive hast, dass du diesen göttlichen Schwung auch in deinem Leben hast und damit du immer wieder überlegen kannst, bin ich noch in den göttlichen Entscheidungen unterwegs? Die Bibel beschreibt deine Beziehung zu Gott mit einem Bild, wie du unterschiedlich intensiv deine Beziehung leben kannst. Und dafür habe ich einen Clip dabei, den schauen wir miteinander an. Das Interessante finde ich, dass die Bibel sagt, dass deine Beziehung zu Gott eine unterschiedliche Temperatur haben kann. Zum Beispiel kann sie heiß sein. Heiß bedeutet, deine Beziehung zu Gott ist dynamisch. Sie wächst, sie blüht auf. Dein Gebetsleben wird intensiver. Unterm Strich wird deine Liebe zu Gott und zu den Menschen immer mehr zunehmen und du hast eine Leidenschaft, in der Bibel zu lesen. In 2. Thessaloniker 1, Vers 3 heißt es, immer wenn wir für euch beten, müssen wir Gott für euch danken, liebe Geschwister. Wir können gar nicht anders, denn euer Glaube wächst und wird immer stärker. Und die Liebe jedes Einzelnen von euch zu allen anderen nimmt ständig zu. Ein wachsender Glaube, der immer stärker wird und wo die Liebe zunimmt, bedeutet einen heißen Glauben zu haben. Vielleicht sagst du, das trifft auf mich zu, genau das ist die Beschreibung meiner Lebensphase, gerade in meiner Gottesbeziehung. Oder du sagst, nee, dann bin ich wohl eher kalt. Es gibt einen, der mich gesandt hat, und das ist der wahre Gott. Doch den kennt ihr nicht. Ich hingegen kenne ihn, denn ich komme von ihm. Er ist es, der mich gesandt hat. Der Unterschied zwischen einer heißen und einer kalten Gottesbeziehung ist, ob ich Gott kenne, ob ich erlebt habe, dass Jesus dieser Zugang zu einer lebendigen Gottesbeziehung ist oder nicht. Vielleicht merkst du aber auch, meine Gottesbeziehung ist gerade weder heiß noch kalt, sie ist eher lauwarm. Das würde bedeuten, dass es Phasen in deinem Leben gab, wo schon wesentlich mehr Leidenschaft in deiner Gottesbeziehung da war als heute. Vielleicht ist es gerade eher so, dass du eher wegdriftest von Gott, anstatt näher zu ihm zurückzukommen. Wenn deine Gottesbeziehung gerade kalt oder lauwarm ist, dann ist es wichtig, dass du diese Speiche besonders ernst nimmst und darüber nachdenkst, ob du wieder anfängst zu beten, zu fasten, vielleicht die Bibel wieder aufschlägst oder eine Small Group dir suchst. Ich bin neuerdings verheiratet und habe mich bei folgendem Gedanken erwischt. Ach Michi, du bist 30, verheiratet. Jetzt könntest du eigentlich mal bald ein Kind kriegen, dann kaufst du dir ein Haus mit Garten und dann machst du endlich mal ruhiger. Mal ein bisschen langsamer, nicht mehr so viel mit dem Jesus, nicht mehr so viel beten, nicht mehr so viel fasten, nicht mehr so viel mit Freunden sein, ach, eine Small Group, lass mal auch mal bleiben, ans Telefon gehst du auch nicht mehr so oft, die Menschen, lass es irgendwie einfach mal nicht so viel Verantwortung tragen, mal einfach ein bisschen ruhiger. Und ich höre mir so zu und ich für mich merke, lauwarm. Das würde ich für mich als lauwarm beschreiben. Und in der Bibel steht mal in der Offenbarung, ich kenne dein Herz und alles, was du tust. Es ist weder kalt noch heiß. Ach, wärst du doch das eine oder das andere. Aber du bist lauwarm und lauwarm spucke ich aus. Das ist eine krasse Ansage und ich habe für mich überlegt, was heißt das? Ich glaube, dass Gott sich wünscht, dass du jederzeit in allen Phasen, ob mit Kind, ohne Kind, ob voll in deiner Kraft oder gar nicht gerade fit, ob Single, ob erwachsen, ob Kind, ob uralt, dass du Gott immer wieder fragst, wie können wir komplett Beziehung führen? Wie kann ich kompromisslos mit dir unterwegs sein? Wie kann ich es schaffen, nicht rumzueiern, sondern ganze Sache zu machen?
Ich habe mich entschieden, und das jeden Tag neu, dieses Abenteuer mit Gott immer wieder neu zu fokussieren und zu überlegen, was heißt es? Vielleicht ist es Gottes Impuls, im Alltag mal wieder umzusetzen. Vielleicht ist es mal raus aus der Wohlfühlzone, hin zu wieder was Neuem, was ich noch nicht so gemacht habe, was ich so noch nicht kenne, was ich vielleicht auch von Gott so nicht kenne. Vielleicht ist es auch, wieder anzufangen zu beten, bewusst deswegen mal aufzustehen oder sich einen Gebetspartner zu suchen oder auch bewusst zu fasten, bis ich wieder Leidenschaft habe. Und ich will nicht zurückgucken und sagen, früher, unter 30, da war ich noch, aber heute nicht mehr. Sondern ich will immer, je länger ich lebe, begeisterter von diesem Gott sein und immer in dieser Abenteuerlust leben und immer Jesus sagen, du darfst mit mir wieder was Neues entdecken. Und ja, der erste Schritt ist mühsam, keine Frage. Und man denkt auch immer, was denken jetzt die anderen, wenn ich jetzt mal ausprobiere, wenn ich aufs Wasser gehe, wenn ich was ausprobiere, was ich so noch nie gemacht habe. Aber es lohnt sich so, dieses neue Feuer zu fangen für diesen Gott. Wo stehst du heute? Bist du heiß? Dann genieß es. Und überleg dir jetzt schon, wie du kreativ bleiben kannst, um weiterhin heiß zu bleiben, um weiterhin mit Gott unterwegs zu sein, so intensiv. Wenn du dich heute als lauwarm beschreibst, was ist dein nächster Schritt? Was willst du heute anfangen, damit du morgen schon anders mit Gott wieder unterwegs bist? Und wenn du eine Beziehung als kalt beschreiben würdest, ist vielleicht heute das Experiment dran, zu sagen, Jesus, ich kenne dich nicht, aber ich möchte anfangen, dich besser kennenzulernen. Ich will, dass du ein Freund von mir wirst, dass du in mein Leben kommst und du darfst mir jetzt zeigen, ob es dich wirklich gibt. Vielleicht ist dieses Gebet heute für dich dran und du probierst es einfach mal aus. Egal, wo du mit dieser Speiche stehst, du musst den ersten Schritt gehen, wenn du merkst, da ist heute was dran. Die zweite Speiche, die ich für dich habe, ist deine Beziehung zu Menschen. Deine Beziehung zu Menschen hat definitiv Auswirkungen auf dein Cousin oder andersrum, wenn du dein Cousin leben willst, hat es Auswirkungen auf die Beziehung, die Menschen, mit denen du sie pflegst. Du brauchst Leute, die dich anfeuern, die dich herausfordern, die auch ehrlich sind und sagen, ganz ehrlich, das kannst du nicht. Ja, die da auch mal klare Worte sprechen können. Du brauchst Leute, die dich unterstützen, auch wenn es mal schwierig ist, wenn du unsicher bist, wenn du nicht genau weißt, was ist jetzt mein Traum oder wie kann ich die nächsten Schritte auch gehen, die dir auch helfen, diese Speichen auszubilden. In der Bibel steht dazu mal, ein Freund auf einen Freund ist Verlass. In schwierigen Zeiten ist er wie ein Bruder zu dir. Solche Freunde brauchst du und die kannst du überall finden, gar nicht mal nur im Kirchenkontext, sondern die gibt es in der Arbeit, die gibt es in deinem Freien, die gibt es in deiner Familie. Und die Frage ist, wo stehst du da aktuell? Gibt es Freundschaften, mit denen du ganz bewusst mal starten solltest, die dir fehlen aktuell? Vielleicht zu einem Gebetspartner, zu einer Kleingruppe, vielleicht aber auch zu einem bestimmten Thema, weil du da weiterkommen willst. Gibt es Beziehungen, die du bewusst fördern willst, die schon da sind, wo du bewusst wieder Zeit investieren willst, vielleicht auch welche, die nicht die Priorität haben, die sie haben sollten, zu deinem Partner, zu deinen Kindern, vielleicht zu anderen Menschen in deinem Umfeld. Gibt es Beziehungen, wo du merkst, das sind Konflikte oder sind Unversöhntheit im Raum? Ich glaube, wenn das der Fall ist und du gerade ausfahren willst mit deinem Fahrrad, dann würde dich das immer ablenken und du wirst darüber gucken und automatisch mit deinem Fahrrad in die Richtung fahren, wo du gar nicht hinfahren willst. So ein Konflikt möchte geklärt werden und es ist vielleicht an dir, den ersten Schritt zu gehen, um Versöhnung zu suchen. Und die vierte Variante ist, gibt es Freundschaften, wo du vielleicht überlegen musst, dass sie dir gar nicht gut tun und du sie abschneidest. In der Bibel steht mal, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Gibt es vielleicht Menschen um dich herum, wo du merkst, hey, die helfen dir gar nicht, dein Cousin zu leben oder mit Jesus durchzustarten? Sind da Freundschaften oder Beziehungen, wo du merkst, ich muss prüfen, auch in dieser Startphase, wenn du Leute neu kennenlernst, ob sie wirklich mit mir meinen Traum leben können? Und falls dem nicht so ist, kannst du dir überlegen, ob es vielleicht dran ist, da lieber einen Punkt zu machen, um wieder kompromisslos mit Jesus unterwegs zu sein. Spätestens hier stimmst du mir schon nicht zu, man muss ein bisschen sich Zeit nehmen zum Nachdenken und mal überlegen und reflektieren, wo stehe ich da heute. Aber an dich die Frage, wenn das deine Speiche heute ist, was ist dein nächster Schritt? Die nächste Speiche, die ich für dich habe, die heißt dein Körper.
Und ich sag's dir ganz ehrlich, wäre ich jetzt an deiner Stelle, würde ich hiermit abschalten. Ich habe früher gerne Sport gemacht, dann hatte ich irgendwann keine Lust mehr zu schwitzen und dann wollte ich nicht mehr schlechter sein als andere. Die Konsequenz heute ist, dass ich wenig Sport mache und nur das, was ich wirklich gut kann. Wenn ich jetzt sowas höre, am besten noch im Zusammenhang, what happened? Am besten noch im Zusammenhang mit dem Bibelvers, dass mein Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, vielleicht kennst du den, und dass Gott irgendwie in mir wohnt und dass ich mit meinem Körper Gott dienen soll. Wenn ich den dazu höre, denke ich immer, ach Kinder, lasst mich in Ruhe, es passt schon so. Ich bin nicht so dick, es passt schon, es tut dann nichts weh, ist alles in Ordnung. Weil ich denke immer sofort an Fitness und immer an Sport. Im Zeichen des Kassons mit der Frage, wenn das mein Fahrrad ist und ich will Gottes Traum erreichen, habe ich mir andere Gedanken angefangen zu machen. Ich habe mir überlegt, mein Körper ist meine Maschine und sie hilft mir, diesen Traum Gottes zu verwirklichen. Und die Frage ist, wie kriegt es meine Maschine hin, tatsächlich langfristig unterwegs zu bleiben, einen Marathon zu laufen? Und unter diesem Aspekt habe ich echt neu gedacht. Ich dachte, ach nee, siehst du mal, dann betrifft es ja Fitness vielleicht doch. Weil dann geht es vielleicht darum, wie kann ich prophylaktisch auch Sport machen, damit ich halt noch längerfristig fit bin und stehen kann, ohne dass ich Rückenschmerzen habe oder was auch immer. Es geht nicht darum, ein Leistungssportler zu werden. Es geht darum, fit zu bleiben. Es betrifft aber auch die Frage, was gibst du deiner Maschine als Futter? Ist es gutes Öl und bester Sprit? Welches Essen nimmst du zu dir? Oder sind es Sachen, die vielleicht auch gar nicht gut sind? Vielleicht Rauchen, Drogen, Alkohol in rauen Mengen? Wo stehst du da heute? Und es gibt einen Zusammenhang zwischen dem, was du zu dir nimmst und welche Leistungsfähigkeit du nachher hast. Hier ist die Frage, was ist dran? Was willst du bewusst verändern oder vielleicht auch bewusst mal bleiben lassen? Und es betrifft auch das Körperthema, wie viel Stress lasse ich eigentlich zu? Wenn deine Maschine immer 180 fährt, Vollgas immer, dann wird sie irgendwann auf die Seite fahren und du wirst den Rauch vorne sehen. Wenn du das mit deinem Körper machst, kann es sein, dass du irgendwann nicht mehr fit bist. Deswegen die Frage, wie sind deine Auszeiten? Wie entspannst du eigentlich? Gibt es einen Tag in der Woche, wo du einfach mal Urlaub hast, so einen Sabbattag, wo du wirklich bewusst so tust, als wäre alle Arbeit getan? Und auch, wie gehst du ganz praktisch mit Stress um? Isst du Schokolade? Guckst du fern? Trinkst du Alkohol? Oder hast du andere Möglichkeiten, die vielleicht wirklich gesünder sind, langfristig dir helfen, deine Maschine fit zu halten? Du merkst, wenn du einen göttlichen Traum leben willst, dann betrifft es vielleicht auch dieses Thema und es hat Auswirkungen auf diesen Lebensbereich. Der nächste Punkt ist deine Finanzen. Dein Kasson hat Auswirkungen auf deine Finanzen. Dein Kasson gibt sozusagen vor, weil es Richtung gibt und Vision für deine Finanzentscheidungen. Wo willst du denn eigentlich stehen in 3 Jahren oder in 5 oder in 10? Und wie kann Geld dir dabei helfen? Oder andersrum, dein Kasson oder Finanzen beeinflussen die Möglichkeiten deines Kassons. Wenn du zum Beispiel sagst, ich merke, für mich ist dran, tatsächlich einen Schritt zu gehen und meinen Job zu wechseln oder wirklich eine Umschulung zu machen im Beruf oder ein Unternehmen zu gründen, dann brauchst du dafür ganz praktisch Geld. Da kommst du nicht drum rum. Und das sind Momente, da kann man wie erstarren und sich denken, oh, ich habe kein Geld, okay, ist das vorbei, dann suche ich mir andere Möglichkeiten und so weiter. Aber eigentlich kannst du was tun. Du kannst dir einen Plan machen und dir überlegen, wie komme ich über längere Zeit an dieses Geld ran, was ich brauche. In der Bibel steht dazu mal, wer fleißig plant, der bringt Gewinn. Wer es aber allzu schnell zum Ziel kommen will, der macht Verluste. Und ja, es kann sein, dass man dafür Geduld braucht. Aber du kannst anfangen, dir heute einen Plan zu machen. Zu überlegen, wie kann ich Geld raisen? Wer könnte mich unterstützen? Wie kann ich sparen? Wie kann ich Gottes Möglichkeiten mit einrechnen? Welchen Finanzpakt brauche ich eigentlich? Und dann überlegen, über welchen Zeitraum könnte ich das hinkriegen? Wenn du da Hilfe brauchst, such dir einen Coach, such dir Leute, die mit dir gemeinsam da durchdenken. Aber fang heute an diesem Punkt dein Kasson zu leben.
Auf der anderen Seite ist in diesem Thema auch wichtig, dass man halt keinen riesen Schuldenberg hat, weil es ist genau das gleiche mit den Konflikten. Ein Schuldenberg würde dich ablenken und du wirst automatisch nicht dahin fahren, wo du eigentlich hin willst. Auch wenn dein Finanzberg gar nicht direkt was mit deinem Person zu tun hat, wäre das so. Und auch hier ist der Punkt, mach dir einen Plan. Wie kommst du aus deinen Schulden raus? Wie kannst du da Schritte gehen? Vielleicht brauchst du hier wirklich einen Coach, jemanden auf Professionellen, der dir hilft. Und das dauert sicher Zeit, aber das lohnt sich so. Und ich sage jetzt was Freches. Ich finde, Geld darf keine Ausrede sein, ob du dein Persona erreichst und leben kannst oder nicht. Nochmal, ich glaube und ich finde, Geld darf keine Ausrede sein, ob du dein Persona, deinen göttlichen Traum, das, was Gott reingelegt hat, dieses Lebensmotto, leben kannst oder nicht. Sondern es zeigt wahrscheinlich nur, ob es dir wichtig ist, ob du Gottes Ideen umsetzen willst, ob du das dich auch was kosten darf und ob du dir überlegst, was es heißt. Du merkst an dieser Stelle, ja, es hat Auswirkungen auf deine Finanzen, wenn du mit Gott unterwegs bist und wenn du göttliche Ideen umsetzen willst. Aber auch hier erlebe ich das, dass es total mich verändert, wenn ich überlege, Gott, wie können wir gemeinsam das Geld sinnvoll einsetzen? Auch hier ist der Punkt für dich, was ist dein nächster Schritt? Dann habe ich noch dabei, last but not least, deine Arbeit. Dein Kasson hat Auswirkungen auf deine Arbeit. Und damit meine ich nicht nur die 8 Stunden, in denen du, für die du Geld kriegst, sondern ich meine damit jede Sekunde deines Wachseins. Ich meine damit dein Ehrenamt, dein Mama-Sein, dein Nebenjob, dein Teilzeitjob, deine Zeit mit deinen Freunden. Immer dann, wenn du produktiv bist oder etwas schaffst in deiner Wachsein-Phase. Und es gibt so eine Tendenz, da denken Leute so, ja, es gibt so für Jesus, zum Beispiel für Jesus ehrenamtlich unterwegs sein oder im Gottesdienst gehen. Und dann gibt es so den Rest. Ich glaube, Gott meint es anders. Ich glaube, Gott sagt, willst du mit mir zusammen deinen Alltag leben, mit Gott zusammen deine Familie prägen, deine Kinder erziehen, deinen Eheabend genießen, mit mir zusammen Freundschaften suchen? Willst du mit mir zusammen in deine Arbeit gehen, authentisch von Jesus erzählen, authentisch deinen Glauben leben, für Leute unterwegs sehen, mal wieder einen Vertrauensschritt gehen in deinem Alltag? Die Frage ist, arbeitest du, um zu leben oder lebst du in deiner Arbeit? Nochmal, arbeitest du, um zu leben oder lebst du in deiner Arbeit? Tust du Gottes Ideen 24 Stunden lang? Tust du die Dinge, die Gott sich für dich überlegt hat, deinen ganzen Tag? Wenn du deinen Kassonsatz gefunden hast, dann kannst du mal abgleichen, wie ist es denn bei mir? Lebe ich tatsächlich mein Kasson 24 Stunden lang? Du kannst auch mal checken, aus welcher Motivation heraus habe ich eigentlich meinen Beruf gewählt? Waren das die Umstände? War das wegen dem Geld? Oder weil es tatsächlich Gottes guten Ideen entspricht, die er in mich reingelegt hat und den Gaben meiner Schnittmenge? Du kannst mal prüfen, was dran ist, auch in deinem ehrenamtlichen Bereich, wo du merkst, hey, vielleicht ist da auch eine Veränderung dran. Und es kann sein, dass hier große Veränderungen dran sind, weil es so viel betrifft, so einen großen Zeitumfang. Und da mag ich die Beate auf der Bühne begrüßen. Sie hat an diesem Punkt krasse Sachen erlebt und Schritte gegangen. Und das mag ich natürlich hier auf der Bühne mit ihr gemeinsam, mit dir gemeinsam sie fragen. Super, vielen Dank. Beate, schön, dass du mit mir auf dieser tollen Bühne bist. Ich weiß von dir, dass du Krankenschwester gelernt hast. Mhm. Dann hast du recht flott 4 Kinder gekriegt, warst mit Leidenschaft Mama und dann hast du Teilzeit auch diesen Krankenschwesterberuf noch gemacht. Was machst du jetzt? Was ist dein Weg und warum ist das alles passiert? Erzähl mal ein bisschen. Also ich habe wirklich die 4 Kinder in 4,5 Jahren bekommen und war dann 10 Jahre zu Hause. Das ist echt flott. Es war auch eine gute Zeit zu Hause und ich würde das nicht mehr bereuen. Und als unser Kleinste dann 6 war, da habe ich dann wieder angefangen, in Teilzeit zu arbeiten. Okay. Mit 40 habe ich dann gemerkt, ich will noch mehr. Ich wollte, wenn die Kinder aus dem Haus gehen, 4,5 Jahre sind sie gekommen, dann gehen sie auch so schnell wieder, bereit sein und einfach wieder was für mich finden. Ich habe dann mit 40 nochmal angefangen zu studieren, berufsbegleitend, habe ein Diplom Betriebswirt gemacht, habe dann an mehreren Stellen gearbeitet. Okay. Und meine letzte
bezahlte Stelle war hier in München. Da habe ich in einem Krankenhaus das Qualitätsmanagement komplett aufgebaut. Das war mein Baby. Okay, Pionierarbeit geleistet, jahrelang da rein investiert. Okay. Aber gleichzeitig war seit meiner Jugend ein Traum. Und der Traum war, dass Menschen durch mich Jesus kennenlernen. Okay. Das war immer da und das habe ich auch immer gelebt. Mhm. Und jetzt im ICF bin ich ja Community-Leitung für Integration. Da kann ich den Traum noch besser leben. Nebenher versuche ich für meinen Unterhalt dann auch noch selbstständig eine Firma aufzubauen. Okay, und jetzt musst du uns kurz mitnehmen. Ich war Vollzeit in der Pionierarbeit, in dem Job und jetzt Teilzeit und ICF. Was ist der Weg? Erzähl noch mal kurz. Also ich war in dieser Firma und da wurde es immer mehr. Jahr für Jahr war es eigentlich mehr. Ich habe deutlich mehr wie 100% dort gearbeitet und habe meinen Chefs das auch öfters gesagt und es hat sich halt nichts bewegt. Es wurde eigentlich mehr wie weniger. Und dann habe ich mit Gott ausgemacht, ein halbes Jahr warte ich noch, entweder kriege ich Entlastung oder ich werde kündigen. Mhm. Und das halbe Jahr war dann beinahe um und dann hat die Small Group mit mir gebetet und gefastet, was ist jetzt dran? Und es kamen ganz, ganz krasse Bilder. Das eine war, Beate, geh nochmal aufs Wasser, lass alles los und wenn du das machst, dann wird Gott dir schenken, dass Menschen ihn finden und auch Heimat finden. Okay. Gut, dann war das Kündigungsgespräch und es war echt krass, weil ich habe richtig gespürt, wie zwischen meinem Chef und mir die Mauer ist. Mhm. Also es war so klar, ich muss jetzt gehen, weil diese Mauer wird sich nicht bewegen, nur ich kann mich bewegen. Okay. Und ich habe dann gekündigt und die wollten dann hinterher natürlich mit mir verhandeln, dass ich da bleibe, da wäre plötzlich alles möglich gewesen, aber das wollte ich dann nicht mehr. Okay. Gut, und was kommt dann? Ich hatte mehrere Bewerbungen geschrieben und wusste eigentlich, das wird nichts. Okay. Das war eigentlich schon klar. Krass. Ich habe dann angefangen, die Idee von der Selbstständigkeit weiter auszubauen. Und in diese Phase kam dann das ICF, wo mich gefragt hat, hast du nicht Lust, hier mehr zu machen? Mhm. Den Bereich Integration, diese Community-Leitung. Und das habe ich dann gemacht. Krass. Und was natürlich ein großes Wunder war für uns, dass wir finanziell etwas abgesicherter waren, weil unsere Schwiegereltern hatten uns in dem Jahr die Miete erlassen und das ist wirklich ein krasses Wunder, weil das war nicht zu sehen. Also das war wirklich gar nicht zu. Das heißt, da hast du auch erlebt, dass Gott sozusagen diese Schritte auch wie gesegnet hat oder so, oder begleitet hat. Ja. Also was ich an deiner Geschichte halt toll finde, dass du trotz deiner, ich darf das hier verraten, 50 Jahre, dich aufs Wasser wagst und sagst, ich bleib kreativ mit Gott, ich schaue, was dran ist und sogar echt einen Glaubensschritt gehst. Und ich finde, es geht ja nicht darum, du hast den Job nicht gemocht und dann bist du raus, sondern es ging wirklich um die Frage, Gott, wo willst du mich haben und wo muss ich einen Schritt gehen, an dem Vertrauensschritt auch. Und nicht aus Spaß, Harakiri, sondern eigentlich, weil du wirklich bewusst gesagt hast, okay, Gott, ich will mich aufs Wasser wagen. Und heute erzählst du, dass du begeistert bist, dass du mehr in deinem Cousin lebst als auch vorher, wo du es vorher immer irgendwie schon gelebt hast, das in deinem Alltag ja auch war. Ich bin jetzt mehr in dem Ganzen angekommen. Also es macht mir total viel Freude und was für mich auch ein Wunder ist, dass in der Zwischenzeit auch nach einem halben Jahr jetzt auch Jobs kommen in der Selbstständigkeit. Okay. Das ist für mich auch ein Wunder. Also wo Gott auf beiden Seiten zu mir gestanden ist. Krass. Magst du noch drei Sätze sagen zu den anderen Speichen, haben wir noch ein paar mehr, wie du die erlebst auch, welche Auswirkungen dein Cousin noch auf die hat? Also was mir ganz wichtig ist mein Körper. Ich versuche mich gesund zu ernähren, die Kalorien, die ich mir antue, die überlege ich mir gut. Okay. Ich versuche auch Sport zu machen in meinem Rahmen, Joggen, Fahrrad fahren und das mit dem freien Tag, das muss ich noch üben. Das klappt noch nicht so ganz. Was mir natürlich auch noch wichtig ist, sind Beziehungen, das habe ich immer schon gelebt. Ich habe im ICF auch wirklich nochmal neue tragbare Beziehungen gefunden und natürlich mein Ehemann, der ist der mir den Rücken stärkt, der mir das Ganze hier auch ermöglicht, dass ich das so leben kann, wie ich es lebe. Krass. Beate, vielen herzlichen Dank fürs Erzählen und dass du eine inspirierende Frau bist, weißt du, finde ich total. Wenn ich 50 bin und noch so unterwegs, dann habe ich es geschafft. Sehr cool. Okay. Vielen Dank fürs Dasein.